Es ist eine Landschaft, die an alte Karl-May-Filme erinnert. Und es ist ein Lebensraum für Tiere, denen der Mensch ganz besonders viel zu verdanken hat. Die wilden Verwandten der Hausziegen. Ganz wie es ihrer Natur entspricht, können sie hier frei umherspringen. Für die geborenen Kletterkünstler sind steile Felswände kein Problem. Doch anders als Hausziegen müssen sie mit ihren natürlichen Feinden selbst zurechtkommen. Nicht nur mit ihm, dem persischen Leoparden. Ganz im Norden des Irak liegt ein Gebiet, dessen Name den Deutschen seit Karl May zum Inbegriff orientalischer Abenteuer geworden ist. Kurdistan. Aber der Deutsche, der hier in eines der abgelegenen Hochtäler heraufgekommen ist, ist kein Abenteurer. Frank Markus Barwasser, in Deutschland besser bekannt als Erwin Pelzig. Dass er hier mit einem Ziegenhirten spricht, ist nicht seinem Beruf als Unterhalter geschuldet. Es führt zu einer ganz anderen Geschichte. Denn hier, wo Hausziegen den gleichen Lebensraum nutzen wie ihre wilden Artverwandten, nahm ein Drama seinen Anfang. Große Dramen beginnen manchmal ganz klein und unauffällig. Da streift eines Tages ein kurdischer Ziegenhirte mit seiner Herde hier durchs Land und findet eine tote Ziege. Und am Abend erzählt er dann im Dorf seinem Bruder von dem Fund. Und der macht sich am nächsten Tag auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen und nach dem toten Tier, nach der toten Ziege zu sehen. Für manche kurdische Familie ist auch heute noch die Ziegenherde ihr ganzer Besitz. Die Nacht haben sie in einer Höhle verbracht, wo sie vor Kälte und wilden Tieren geschützt waren. Dass oben in den Bergen die wilden Verwandten der Hausziege leben, wissen die Hirten. Aber das stört sie nicht. Sie sind Teil ihrer Heimat, gehören einfach dazu. Aber wenn in der Nähe der Herde eine Wildziege tot aufgefunden wird, kennt jeder Hirte die drohende Gefahr. Vor allem, wenn er keine Zeichen dafür finden kann, dass ein Raubtier oder ein Sturz den Tod verursacht hat. Wo Adler und Geier kreisen, haben Ziegenbesitzer jetzt einen Grund, besorgt in die unzugänglichen Berge und Täler zu schauen. Bartgeier scannen ihr Gebiet regelmäßig ab, auf der Suche nach toten Tieren. Denn eine tote Ziege ist eine leichte Beute. Nicht nur Karl May wusste, die Geier als Boten des Todes zu deuten. Ihre Bestimmung ist es, Kadaver zu beseitigen. Und da haben sie gerade viel zu tun. Denn eine tödliche Seuche breitet sich immer weiter aus in den Bergen Kurdistans. ...760 tote Wildziegen sind inzwischen gefunden worden.
Von dem kleinen Ziegenhirten spricht natürlich keiner mehr. Nein, wovon alle sprechen, ist, dass jetzt etwas passieren muss. Denn die Bauern fürchten, dass sich die Krankheit auch auf ihre Hausziegen übertragen könnte. Und dann geht es um ihre Existenz. Es muss also etwas passieren. Die beiden steigen hinauf, wo jetzt im Sommer die Wildziegen zu finden sind. Abdullah Mirkan arbeitet für die lokale Umweltschutzbehörde. Und Mohammed Barzani weiß, wo man die Tiere finden und fotografieren kann. Ihr Ziel ist eine Tränke oben in der Felswand. Das Wasser ist klar und sauber. Aber wo viele Tiere sich treffen, werden vielleicht auch Krankheiten verbreitet. Fotofallen sollen dokumentieren, was hier passiert. Ein Bewegungssensor löst die Kamera aus und nachts schaltet sich Infrarotlicht dazu. Die beiden haben schon Erfahrung mit dieser Technik. Ein paar Wochen werden sie die Kameras hier hängen lassen. Jede Bewegung löst jetzt die Falle aus. Ein Eichelhäher und eine Wildziege gehen als erste in die Falle. Ein junger Bock weiß natürlich nicht, dass er beobachtet wird. Ebenso wenig wie diese beiden. Einblicke in das Familienleben der Wildziegen. Rangeleien zwischen Jungtieren, Kraftproben. Auf den ersten Blick ist hier alles ganz normal. Was in den Bergen Kurdistans wirklich vor sich geht, sollen Experten klären, die von weit her angereist sind. Sie finden einen Naturraum von eindrucksvoller Schönheit. Professor Henning Wiesner und Julia von Malzahn sind erfahrene Tierärzte. Und Frank Markus Barwasser hat versprochen, ihnen zu helfen, als Schirmherr des Projektes. Wiesner kennt das Problem. Die Akademie für Zoo- und Wildtierschutz hat er gegründet, um Probleme wie hier zu lösen. Tiere, die genetisch so eng miteinander verwandt sind, wie Wild- und Hausziegen, sprechen auch auf dieselben Krankheitskeime an. Das ist in Kurdistan nicht anders als anderswo. Lagebesprechung auf kurdische Art. Man bespricht sich, macht erste Pläne. Facher Arif leitet das Harman-Institut in Barzan. Er hat die Deutschen hierher geholt. Mohammed weiß dank seiner Fotofallen, wo die Wildziegen zu finden sind. Und Barwasser hat gehört, dass inzwischen noch hunderte Ziegen tot aufgefunden wurden. Aber die Tierärzte brauchen lebende Ziegen, um die Krankheit untersuchen zu können. Also geht es hinauf in die Berge. Facher und Abdullah helfen beim Bau eines Tarnversteckes. Denn Wildziegen sind scheu. Und Wiesner muss trotzdem so nah wie möglich an sie herankommen. Nur ein kleiner Durchblick bleibt ihm auf die strategisch günstige Stelle.
Es ist eine Tränke für Haustiere, doch regelmäßig wird sie auch von Wildziegen genutzt. Dann heißt es warten, bei 45 Grad im Schatten. Eine Ziege führt ihr Junges in weitem Abstand an der Tränke vorbei. Zu weit für Professor Wiesner. Der Buntspecht hat offensichtlich mehr Vertrauen. Es ist eine Fülle von Wildpflanzen, die den Ziegen hier zur Verfügung steht. Aber ihren Durst haben die Wildziegen heute wohl anderswo gestillt. Die Sonne verschwindet und keine Ziege hat sich mehr blicken lassen. Aber am nächsten Morgen bringt Wiesner wieder sein Blasrohr in Position. Jetzt kommt es darauf an, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Noch immer sind die Tiere misstrauisch. Und die Distanz für das Blasrohr zu groß. Ein junger Bock wagt es noch einmal. Er ist wohl zu durstig. Das Narkosemittel mit einem Blasrohrpfeil zu verschießen, ist eine bewährte und schonende Methode. Ist er jetzt nahe genug? Der Pfeil trifft und injiziert mit dem Aufprall das Narkosemittel. Rasch zeigt es Wirkung. Auch die Tierärztin hatte sich bereit gehalten. Noch müssen Sie vorsichtig sein, denn Stress könnte die Wirkung der Narkose aufheben. Die Dosis ist so niedrig wie möglich gehalten. Ein beherzter Griff und die Augenbinde beruhigt den jungen Bock. Was folgt, ist routiniertes Zusammenspiel. Das Tier wird gründlich untersucht. Auf den ersten Blick sind keine Krankheitssymptome festzustellen. Aber erst die Blutprobe wird Klarheit schaffen. Das Aufwachmittel und ein wenig frisches Wasser werden den Bock rasch wieder auf die Beine bringen. Schon nach wenigen Minuten ist der Bock wieder wach. Aber nicht nur die Wildziegen müssen untersucht werden, sondern auch die Hausziegen. Optisch unterscheiden sie sich zwar erheblich von ihren wilden Verwandten, aber ihre Gene sind noch immer fast die gleichen. Doch hier ist die Untersuchung erheblich einfacher. So we can see in the laboratory in Germany. If she has antibodies. Yes. Die Blutprobe ist wichtig, auch um herauszufinden, ob die gängigen Impfungen die Tiere vor der Seuche schützen. Natürlich interessiert sich die Ärztin auch dafür, ob die Tiere tatsächlich geimpft sind.
only summer, 3 months they are here. Ah, yeah, okay. Bye-bye. Pardon? Yeah. Der Stress war nicht allzu groß, aber die Ziege ist doch lieber wieder bei der Herde. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Haltung von Hausziegen vor mehr als 10.000 Jahren irgendwo hier in den Bergen Kurdistans begonnen hat. Jäger müssen der Beute folgen. Wer sich Haustiere hält, kann sesshaft werden. Schon junge Wildziegen sind äußerst behende in der steilen Wand. Nur manchmal ist ein Felsspalt dann doch zu groß für kleine Ziegen. Da muss die Mutter halt ein wenig warten. Und dann haben sie es doch geschafft. Jetzt im Sommer sind nur jüngere Böcke hier anzutreffen. Die starken Böcke leben abseits der Herde. Sie sind weit in die Höhen hinaufgezogen. Die Bezoar-Ziege, wie die Wildform der Hausziege auch genannt wird, ist ein geselliges Tier. Das macht es dem Menschen möglich, sie auch als Haustiere in der Herde zu halten. Und Ziegen sind findige Pflanzenfresser. Wenn am Boden nichts mehr zu holen ist, klettert eine Ziege einfach auf die Bäume. Zwei Tage ansitzen für eine einzige Ziege. Da ist man froh, wenn der Zufall zu Hilfe kommt. Eine junge Wildziege hat sich völlig entkräftet in der Nähe der Ortschaft einfangen lassen. Auf dem Hof der Polizeistation hat man sie festgehalten. Um das Tier zu schonen, kommt auch hier das Blasrohr zum Einsatz. Diese Bezoar-Ziege zeigt alle Symptome einer schweren Infektion. Und für die beiden Tierärzte wird das Ergebnis der späteren Laboruntersuchungen dann keine Überraschung mehr sein. Der Krankheitserreger ist ein Virus, das sich rasch seuchenartig verbreitet und den erkrankten Tieren kaum eine Chance lässt. In früheren Jahren gab es auch bei den Hausziegen schlimme Epidemien. Geimpften Tieren aber kann dieses Virus nichts anhaben. Kein Grund also, die Wildziegen oben in den Bergen zu fürchten. Jetzt, da die Gefahr für die Hausziege abgewendet ist, jetzt wird den Menschen wieder bewusst, dass eine gesunde Natur und gesunde Tiere Teil ihrer Heimat sind. Spätherbst in Kurdistan. Auf den höher gelegenen Gipfeln, in den benachbarten iranischen und türkischen Kurdengebieten, liegt bereits Schnee. Was aber ist mit den Wildziegen? Professor Wiesner und Julia von Malzahn sind erneut in Kurdistan. Sie wollen sehen, wie sich die Lage entwickelt. Vor allem aber haben sie eine neue Idee im Gepäck. Die Flüsse, die sich hier tief in das Gebirge eingeschnitten haben, münden in den Tigris. Und Wiesner weiß natürlich, dass sich an dessen Ufern vor Jahrtausenden die erste menschliche Hochkultur entwickelt hat. Eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass man hier, wo heute Iran, Irak und die Türkei zusammentreffen, begonnen hat, die ersten Wildziegen als Haustiere zu halten. Wildtiere kann man nicht impfen. Aber wenn eine Art, der der Mensch so viel zu verdanken hat, vom Aussterben bedroht, jetzt auch noch durch eine Seuche dezimiert wird,
Muss man da nicht mehr tun? Der Bock trägt bereits sein Winterfell. Was ihn heruntertreibt, ist nicht die zunehmende Kälte in den Gipfelregionen. Denn mit dem Winter müssen alle fertig werden. Und der Bock erweckt auch nicht den Anschein, als wäre er krank. Mühelos und sicher klettert er bergab, nach Ziegenart. Bremst mit den Fußballen, die griffig sind wie ein Radiergummi. Die kalte Jahreszeit ist immer auch eine Zeit der Auslese. Nur die starken Tiere überleben. Der wahre Grund aber, für die Böcke ins Tal zu kommen, sind sie, die Weibchen. Kurz vor dem Winter beginnt die Brunft bei den Wildziegen. Aber Paarung im Regen? Brrr. Er ist nicht der einzige starke Bock im Revier. Aber seine Absichten sind eindeutig. Aufmerksam verfolgen auch die anderen Weibchen das Geschehen. Der Bock prüft schnuppernd, ob sie schon bereit ist zur Paarung. Und wird so regelrecht an der Nase herumgeführt. Von Steinböcken kennt man heftige Kämpfe mit Artgenossen. Aber hier scheinen die Böcke gemeinsame Sache zu machen. Wie die Kerle das unter sich ausgemacht haben, ist nicht ganz klar. Aber er scheint zuerst zum Zuge zu kommen. Sein Flippern mit der Zunge verbessert die Geruchsaufnahme. Und der Bock ist in der Lage, den Zeitpunkt des Eisprungs zu riechen. Nur dann ist die Geiß zur Paarung bereit. Und jetzt ist es wohl bald soweit. Auch der junge Bock weiß die Botschaft der Gerüche schon zu deuten. Doch die starken Böcke ließen ihn kaum zum Zuge kommen, wenn die Botschaft positiv ausgefallen wäre. Hier scheint die Sache geklärt. In den zurückliegenden Wochen wurden nur noch selten tote Wildziegen gefunden. Hyänen, Schakale und Greifvögel werden sich wieder lebende Opfer suchen müssen. Wiesner und Malzahn wissen, wie sehr die Seuche den Bestand der Wildziegen reduziert hat. Aber jetzt herrscht überall im Gebüsch Hochbetrieb. Und so viel Vitalität stimmt zuversichtlich. Eigentlich. Nächste Seuchenopfer. Ein junger Bock. Zweijährig, eins, zwei. Oh ja. Das Tier war aber satt, das gefressen hat, oder die Tiere, denn der weiche Gaumen ist noch dran. Man sieht das kreisrund, das ausgefressen ist, wahrscheinlich eine Hyäne, denn Streifenhyäne, denn dann muss man schon ganz schön knacken, wenn man das wegkriegen will. Trotzdem, die Natur scheint mit der Epidemie fertig zu werden. Und die beiden sind nicht da, um die Seuche medizinisch zu bekämpfen. Sie wollen nicht nur die Ziegen schützen, sondern einen ganz besonderen Naturraum. Und haben dazu eine Idee. Biosphärenreservate nennt die UNESCO Gebiete, in denen Mensch und Natur noch im Einklang zusammenleben. Es sind Modellregionen für den Naturschutz. Doch der Weg dahin ist steinig. Ein Kernbereich muss festgelegt werden, in dem die Tiere besonders geschützt sind. Die Bruthöhle des Gänsegeiers wird wohl auch dazu gehören. Und eine Bestandsaufnahme aller Tier- und Pflanzenarten muss durchgeführt werden. Dazu leistet auch Mohammed seinen Beitrag. Ein toter Bock bietet die Gelegenheit,
mit Fotofallen die großen Räuber zu dokumentieren. Aber in den folgenden Tagen ist das Wetter meist so schlecht, dass nicht einmal die Greifvögel das tote Tier finden. Doch eines Nachts findet ein Bär den toten Bock. Bei strömendem Regen entscheidet er sich dafür, die Beute einfach mitzunehmen. Der Wolf, der ein paar Stunden später vorbeikommt, geht leer aus. Endlich scheint wieder die Sonne. Und Mohammed ist gespannt, wer ihm in die Falle gegangen ist. Gut eine halbe Stunde hat er hinunter ins Dorf, wo mancher vielleicht gar nicht weiß, was sich hier oben alles abspielt. An seinem Laptop fügen sich die Geschichten zusammen. Und der kleine Barzani ist ein Fan von Fotofallengeschichten. Den Bären, der sich den Ziegenbock geholt hat, kennt er schon. Am zweiten Drehort zeigt er sich pudelwohl. Und ist bei laufender Kamera auch einem Bart nicht abgeneigt. Doch dann hat er die Kamera entdeckt und scheint sich Eingriffe in seine Privatsphäre verbieten zu wollen. Ob Frank Markus Barwasser schon im letzten Sommer geahnt hat, welche Chance sich für ein Stück wilde Natur bietet, in der Wildziegen, Bären und Wölfe überleben konnten? Und am Ende vielleicht sogar der persische Leopard noch eine Chance hätte? Große Dramen beginnen manchmal ganz klein und unauffällig. Ja, und niemand weiß jetzt, beginnt hier ein großes Drama oder vielleicht sogar die Geschichte einer großen Hoffnung. Solange sie hier weiter ihre Ziegen hüten können, haben auch der Ziegenhirte und sein großer Bruder nichts dagegen, wenn droben in den Bergen auch Wildtiere ihr Auskommen finden. Denn auch die gehören zu ihrer Heimat.